Wassersportler haben am Wolfsee in Duisburg eine Leiche entdeckt. Es wird vermutet, dass es sich um einen vermissten 31-Jährigen handelt, der Anfang Juli bei einem Bootsunglück untergegangen war. Am 9. Juli kenterten zwei Schlauchboote mit 4 Personen auf dem See. Danach wurde ein Mann vermisst. Die Polizei untersucht nun, ob es sich bei der gefundenen Leiche um die vermisste Person handelt. Der Wolfsee gilt wegen unterschiedlicher Wassertemperaturen und Strömungen als tückisch. Nach Schüssen auf eine Straßenbahn im Dezember 2023 hat die Polizei Fotos des Tatverdächtigen veröffentlicht. Ein unbekannter Mann bat am 9. Dezember gegen 19.30 Uhr in einer Duisburger Straßenbahn um eine Zigarette. Nachdem die Frau ihm keine geben konnte oder wollte, verließ er die Bahn in Walsum. Der Mann zog eine schwarze Kurzwaffe und schoss auf die Frau, wobei die Scheibe beschädigt wurde. Die Polizei fahndet nun mit Fotos und bittet um Hinweise zu dem etwa 1,70 Meter großen schlanken Mann im grauen Kapuzenpullover. Nach dem tragischen Tod eines 4-Jährigen im Duisburger Innenhafen herrscht weiterhin Fassungslosigkeit. Schiffseigner und Bekannte versammelten sich am Samstagabend an der Marina zum Gedenken. Freunde des Jungen brachten Kuscheltiere. Auf dem Steg vor dem Unglücksort stehen weiße Lilien und brennende Kerzen. Der Junge war am vergangenen Mittwoch von einem Hausboot ins Wasser gestürzt und ertrunken. Trotz einer groß angelegten Suche und einer Reanimation durch den Notarzt war es nicht möglich, den Jungen zu retten. Die Halde Lohmannsheide in Duisburg-Bahl kann zukünftig als Deponie genutzt werden. Die Bezirksregierung entschied dies nach langer Prüfung, trotz zahlreicher Einwände. Die Duisburger Grünen fordern die Stadt zur Klage gegen diese Entscheidung auf. Bürger, Umweltverbände und Politik haben sich gegen die Deponienutzung ausgesprochen. Bis zum 19. August kann eingesehen werden, ob Einwände berücksichtigt wurden. Die Polizei hat in der Duisburger City um Nachwuchs geworben und informierte über den Beruf. Ziel war es, junge Menschen für den Einstieg bei der Polizei zu begeistern und zu informieren. Das Ziel in NRW ist die Ausbildung von 3000 neuen Polizisten jährlich, etwa 300 davon in Duisburg. Diese Aktion richtete sich an zukünftige Auszubildende, die 2025 beginnen. Das nächste Mal wird das Infomobil in Moers, Kempen und Mönchengladbach anzutreffen sein. Der MSV Duisburg entschied das Derby bei Rot-Weiß Oberhausen verdient mit 2:0 für sich. Dies ist der dritte Sieg in Folge für die Zebras, die in allen Partien ohne Gegentor blieben. Patrick Susek eröffnete in der 21. Minute den Torreigen nach einem Abpraller. In der 75. Minute besiegelte Müller mit einem Freistoßtor aus spitzem Winkel den Endstand. Als nächstes geht es für die Zebras vor heimischer Kulisse gegen Eintracht Hohkeppel.